Carlos ist derzeit im Tierheim Cottbus und sucht einen Besitzer. Er ist ca. 6 bis 7 Jahre alt und seit April 2018 hier in guter Obhut. Er wurde mit einer Platzwunde am Kopf gefunden. Jetzt ist Carlos aber wieder topfit. Er ist eher ein ruhiger Geselle und braucht dementsprechend ein ruhiges Zuhause. Am besten ohne Kinder. Zudem bleibt er lieber drin als draußen. Willi ist auch ein echter Hauskater. Er ist alleine, da sein ehemaliger Besitzer gestorben ist. Willi ist mittlerweile 14 Jahre alt. Herumtollen und spielen ist nicht mehr so sein Ding. Trotzdem können Katzenliebhaber viel mit ihm kuscheln. Im Tierheim kuschelt er am liebsten mit Ranja. Die Katzensenioren ist auch 14 Jahre alt. Sie hat einen gemütlichen Charakter und geht den Alltag lieber entspannt an. Auch wenn die Katzen pflegeleicht sind, sollten die neuen Besitzer auf einige Dinge achten. Ein Kratzbaum ist auch beim älteren Tier ein Muss. Schön wäre es auch immer, wenn ein Balkon zur Verfügung steht mit einem Katzennetz. Das ist auch ganz wichtig, bei uns auch immer die Grundvoraussetzung bei der Vermittlung, dass ein Katzennetz auch wirklich am Balkon dran ist, dass das Tier da nicht runterfällt und dann fort ist. Ja, ansonsten braucht man beim älteren Tier eigentlich nicht viel beachten. Ein Tierarzt ist wichtig. Man sollte vorher schon wissen, zu welchem Tierarzt gehe ich, wo ist die Adresse, wo befindet er sich, dass wenn wirklich mal ein Notfall ist, der Katze geht's nicht gut, dass man sich da an den Tierarzt wenden kann. Kendra sucht auch einen neuen Besitzer. Mit 4 Jahren ist sie die Jüngste in der Gruppe. Sie ist noch sehr zurückhaltend und zeigt sich nicht gerne. Kendra wird wahrscheinlich trotzdem schneller vermittelt als die älteren Katzen. Die werden aber halt meistens übersehen, weil wenn Leute herkommen, die meisten wollen halt was Kleines, was Niedliches, was Junges. Und die haben dann natürlich immer die besseren Chancen, ne, als die Älteren. Das Tierheim Cottbus hat neben den 4 Katzen aber noch ca. 160 weitere. Viele von ihnen sind zwar gechippt, aber nicht registriert. Deshalb können sie ihren Besitzern nicht mehr zugeordnet werden. Die Registrierung ist ein wichtiger Schritt, um die Tiere nach Verlust wiederzufinden. Alle Katzen sind in verschiedenen Räumen im eigenen Katzenhaus untergebracht. Interessierte können sich hier natürlich auch umschauen. Wer Lust bekommen hat, sich die Katzen anzuschauen, der kann zu den Öffnungszeiten vorbeikommen oder telefonisch unter der unten eingeblendeten Nummer einen Termin ausmachen. Willi, Kendra, Ranja und Carlos warten nur drauf.